Hey Leute, willkommen zurück zu We Play Oldschool. Ich bin Max Holz und jetzt bei der neuen Folge GTA 5 Online Tipps und Tricks. Nach dem Live-Tuning habe ich ja, wie gesagt, wie versprochen, kommt jetzt auch noch der Speedtest und der Race-Test. Also erstmal ein bisschen Drag Race und danach gucken wir mal, wie sich der Dubochy Wagner auf der Rennstrecke schlägt, ob der wirklich mit den geilsten Supersportwagen mithalten kann, was die Rundenzeiten angeht. Aber jetzt erstmal Drag Race und mit am Start ist Enrico Italia. Was geht? Was geht ab? Hey! Ja, alles gut. Ja. Ja, moin. Und wie immer ist Enrico natürlich. Hallo, meine Lieben. Ja, lol. Natürlich ist Enrico in der Videobeschreibung wieder verlinkt für alle, die mal schauen möchten. Erstes Drag Race. Dubochy Wagner, da unten steht Dubochy Wagner, Supersportwagen gegen Enricos voll aufgetunten Centorno. Wie immer sind beim Speedtest alle Wagen voll aufgetunt mit Geländefelgen für alle, die sich jetzt aufregen. Ja, ihr habt unterschiedliche Räder und bla. Und natürlich ist Aufholen aus und Windschatten ist auch aus. Für alle, die dann sagen, yeah. Ja, natürlich, macht Sinn für einen Speedtest. Lego, alle wieder abziehen. What the fuck? Aber wir sind gleichzeitig gestartet, oder? Aber Mittelstrecke kommt er. Er kommt Mittelstrecke. Guck. Weißt du, was ich dachte? Ich dachte erst, er hat eine bessere Beschleunigung als der Centorno, aber er zieht auf der Mittelstrecke. Ja, okay, hätte ich das nicht gedacht. Hat er, ich glaube, er hat auch nicht so einen krassen Wheelspin wie der R7B, oder? Der Wagner. Nee, was sagst du da? Bisschen weniger Wheelspin, ne? Der kommt ein bisschen besser weg vom Start als der R7B. Und Langstrecke, klar, die Nase vor dem Centorno. Ich glaube, wir können das hier gleich abbrechen. Wie viel hast du eigentlich auf dem Tacho? Ich kann es gerade nicht sehen. Du siehst es nicht, ne? Schwierig. Irgendwas 120 drüber. Okay, jedenfalls, du liegst weit zurück mit deinem Centorno. Wir springen mal zum nächsten Auto. Wagner gegen T20 auf 1.10. 10, let's go. 10, come on, du alte Tante. Ah, der Wheelspin. Durch den Wheelspin kommt er echt nicht so gut vom Start weg. Aber ich finde, er hat einen nicht so krassen Wheelspin wie der A7B. Also er kommt, denke ich mal, noch besser. Ja, solider Start. Also ich würde sagen, wenn wir nachher A7B machen, kommt der Wagner besser weg, weil er nicht so einen krassen Wheelspin hat. Aber guck, auf der Mittelstrecke. Er holt auf der Mittelstrecke ihn wieder ein, den T20. Krass. Ja, weil du Motten nie hast. Nein, hab ich nicht. Ein verstecktes Controller, hat einen Scuff und so, weißt du? Und mal gucken, ob er den T20 auch in der Langstrecke zieht. Sieht schon mal sehr, sehr gut aus, oder? Der T20 nicht. Kommst du ran? T20 ist auf jeden Fall ein ganzes Stück teurer. Der kostet etwas, was waren es? 2,2 Millionen waren es circa? 2,2, ne? 2,25 irgendwie. Krass. Ich find's krass, was Rockstar Games gemacht hat, dass sie sich entschieden haben, einen billigeren Supersportwagen rauszuhauen, der aber genauso viel leistet wie die teuren. What the fuck, und geil. Mehr. Nächstes Auto. Wagner gegen X80, übrigens, er hat da drüben Tunerfelgen drauf, die haben denselben Effekt wie Geländereifen. Auf Curbs zwar nur, aber okay, dass die Leute sagen, ihr habt dieselben Felgen zumindest. Es macht keinen Unterschied. Um es nur nochmal zu sagen, Geländereifen haben nur einen Unterschied. Du kommst besser über Curbs, ja, du springst nicht so. Das ist der einzige Unterschied. Genau. Deswegen nimmt man die. Du kommst nicht schneller vom Start weg. Du bist damit nicht schneller. Du hast einfach mehr, wie soll ich sagen, Kontrolle übers Fahrzeug, Bodenhaftung bei Unebenheiten. So ungefähr. Jedenfalls machen wir bei 1 Minute 5 Sekunden. Kaltstart. Oh mein Gott, dieser Wheelspin. Verdammt. Der hat bis jetzt keinen gezogen von der Beschleunigung her. Von der Beschleunigung her auf keinen Fall. Aber eine Endgeschwindigkeit hat er bis jetzt alle gezogen. Aber ich glaube, X80 sieht sehr schlecht aus, weil X80 ist einer der Wagen, der Supersportwagen mit der, einer von denen mit der besten Endgeschwindigkeit. Nicht mit der besten, aber einer von denen. Aber die beste Beschleunigung hat er, glaube ich. Siehst du? Gut. Ja, müsste immer noch die beste Beschleunigung haben von den Supersportwagen. Und ich glaube, der kackt hier komplett ab, der Wagner, gegen den X80. Ja. Ja, weil, ja, X80 beste Beschleunigung und Endgeschwindigkeit ist ja auch weit oben. Nicht der beste, aber weit oben. Wagner gegen Tyrus, voll aufgetunt in diesem fucking geilen Gelb. Alter, wie es blendet. Ich werde fast blind. Wo ist meine Sonnenbrille? Jedenfalls machen wir bei, würde ich sagen, bei 30 Sekunden. Boah. Der hat übrigens auch einen krassen Wheelspin, der Tyrus. Ich bin gespannt, wie der Wagner darauf reagiert. Lügen darf man nicht. Guck. Lügen darf man nicht. Ich glaube,
Nein. Ich glaube, doch, die haben beide denselben Wheelspin. Doch, ich würde sagen, vom Wheelspin her gleich, fast gleich. Gib mal Gas, krass. Alves, Drecksauto. Ach, Dreck. Also man kann sagen, er hat ihn knapp gezogen der Beschleunigung, oder? Weil ich bin hier schon vor dem Tyrus, bei den anderen, yo, da habe ich noch ein bisschen länger gebraucht. Ja. Aber sehr geil. Tyrus wird gezogen. Nice. Schön verkauft. Kommt er noch ran? Kommt er noch ran, dieser geile Tyrus dann? Nein, er kommt nicht ran. Ich finde es komisch, wir haben alle in gleicher Endgeschwindigkeit. Trotzdem ist deiner schneller. Trotzdem ist meiner schneller, weil er einfach geil ist. Ja? Ja. Es ist einfach ein geiles Auto, was auch noch sehr günstig ist. Ich finde diese Rockstar-Entscheidung sehr gut. Und die Community ist, glaube ich, auch sehr zufrieden, weil Rockstar Games mal sonst Autos rauskommen hat, die schweineteuer waren und nicht wirklich was auf dem Kasten haben. Ja? Wie zum Beispiel der Reaper war ja so ein Ding, ja. Optisch übelst genial. Aber von der Performance, what the fuck? Ich werde Erster, jawohl! Anyways, Wagner gegen Adder, der ehemals schnellste Wagen, der schnellste Supersportwagen von Endgeschwindigkeit her, aber lange, lange, lange nicht mehr. Aber hey, aus nostalgischen Gründen nehmen wir den jetzt einfach nochmal, weil er geil ist. Machen wir bei 1,5. 1 Minute 5 Sekunden. Niki, halt dich bereit. Lol. Mit Licht oder ohne Licht? Oh, okay. Oh shit, na ja, klar, der kommt weg in der Beschleunigung, gezogen, weil der Adder, weil ich leichter bin und der Adder war sowieso immer nie so wirklich gut in der Beschleunigung. Und da habe ich damit eigentlich schon gerechnet. Machen wir mal das Licht an. Ich finde diese Lichtleiste sehr übelst fett hier, diese fette, lange, dünne, breite Lichtleiste. Ich feiere es einfach, die Lichtanlage hinten. Und vorne sieht er aus wie so ein Kreuzritterauto, weil er hat auf den Scheinwerfern so eine komischen Kreuze drauf. Feier ich irgendwie. Geiles Auto. Bitte schreibt eure Meinung zu diesem Auto in die Comments, ob ihr diesen auch so feiert wie ich. Ich mag ihn vom Aussehen und von der Performance her. Super geil schon mal. Donald Trump. Ja, kann sein. Mhm. Er mag glitzernde Dinge, die der Steuerzahler bezahlt. Wie seine Bude da. Kommst du noch ran? Alter, du kommst nicht mehr ran? Was hat der für eine krasse Endgeschwindigkeit? Das ist krass. Hä? Aber ich dachte, du kommst... Ja, macht Sinn, wa? Ich dachte eigentlich, du kommst in der Endgeschwindigkeit noch ran. Jetzt Wagner gegen den Nero Custom, der sozusagen kleine Bruder vom Adder, weil der Adder ist ja älter, der hier ist neuer, machen wir bei... Machen wir bei eine Minute. Schön. Ja, schlanker. Weniger stinkender. Hey. Und tschüss. Ja. Nero Custom. Nein, doch nicht. Zieht den Nero Custom in der Beschleunigung. Ja, nice. Das kann nicht sein. Das ist sehr. What the fuck? Kommst du ran? Aber, Alter, er kommt schon ran. Das sieht knapp aus. Hilfe. Oh mein Gott. Oh mein Gott, nein. Wer hat das beste Gold? Nein. 18 Karat oder 30 Karat? Wer weiß es? Kommst du? Ja, ich komm. Oh shit, das sieht knapp aus. Und jetzt zieh ich und jetzt wieder er. Oh mein Gott, das ist ja die Zettel gegen Rosberg. Das kann doch nicht wahr sein hier. Holy shit. Heilige Makrele. Ey, die halten echt gut. Die halten echt gut auf. Also die sind praktisch auf einer Höhe. Was Beschleunigung angeht, Kurzstrecke und Mittelstrecke, aber Endgeschwindigkeit, dann Nero Custom zieht den Wagner. Auf der Langstrecke auf jeden Fall den Nero Custom nehmen. Geile Scheiße. Nächstes Auto, würde ich sagen. Ja, moin. Ja, nächster Speedtest, Wagner gegen den Tempesta. Das Auto, der Supersportwagen, wo er mit, die zweitschnellsten Zeiten hinbekommt. Der schnellste ist ja immer noch der RI7B. Und dann kommt danach gleich der Tempesta, ein optisch auch sehr geniales Auto, dieser Hurrikan-Verschnitt da drüben. Machen wir bei... Hurrikan! Heißt das so, Alter? Ja, ich weiß, aber es hört sich lustig an. Machen wir bei 1,5. 1,5, 1,5, 1,5. Ja, 1,5. Alter, wie der zieht! Guck dir's an! Die Beschleunigung! Ja. Das ist Wahnsinn! Aber auch nur kurz. Der hat im Prinzip hat der Tempesta sein ganzes Pulver hier schon verschossen. Und Mittelstrecke zieht einfach mal krass der Wagner ab. Holy shit. Aber wie gesagt, von der Traktion her, von der Performance her, insgesamt von den Rundenzeiten her, ist der Tempesta extrem gut. Ja. Also kommt
ein Auto nach dem RICMB von den Rundenzeiten her. Krass. Auf kurvigen Strecken. Ja, ist da eigentlich sehr jetzt nice, jemand sehr gestorben? Wo ist jemand gestorben? Na, wegen dem, was da explodiert ist. Wo denn? Na, was du gerade gesagt hast. Hä? Du hast gerade gesagt, der geht ab wie eine Explosion. Ich hab gefragt, ob jemand gestorben ist. Na, ich lebe ja noch. Guck doch. So. Ich lebe doch noch. Und so. Langstrecke ist ja ganz weit hinten. Also, fuck ja. This shit, ja. Ich sag nur so, das muss Mann. Nicht viel heißen. Es muss nicht viel heißen, weil das Ding kann auch. Das Ding, wenn das Auto einfach von der Traktion her gut ist, von der Downforce, also von der Kurvenlage, von der Bodenhaftung, von dem Kurvenspeed, wie es um die Kurven kommt, wenn es da richtig krass ist, dann ist es eigentlich scheißegal, ob es Wheelspin hat oder, also wie der A7B, oder ob der jetzt hier beim Speedtest abkackt, ja. Das muss man alles bedenken, dass das jetzt nicht so wichtig ist, aber es ist ja nur so, dass ihr mal seht, wie die Autos in der Beschleunigung auf Mittelstrecke sind und in der Endgeschwindigkeit und so weiter. Nächstes Auto. Ja. Jo, jetzt der Wagner gegen den 811, der mitschnellste Supersportwagen von der Endgeschwindigkeit her. Ich glaube, der teilt sich ja mittlerweile die Endgeschwindigkeit, den Platz für die schnellste Endgeschwindigkeit mit der Banshee. 900R. Genau. Ja. Machen wir bei 1,25. Jawohl. Hey. Jawohl. Oh shit. Und die Beschleunigung ist einfach nur der Wahnsinn. Obwohl der so eine krasse Endgeschwindigkeit. What? Ich wollte gerade labern, obwohl der so eine krasse Endgeschwindigkeit hat, hat er doch eine verdammt gute Beschleunigung. Hat er ja auch, ja. Aber jetzt kommt der Wagner auf der Mittelstrecke, zieht ihn kurz, ja, aber jetzt kommt doch schon Enrico Italia wieder auf der Langstrecke in der Endgeschwindigkeit. Und wird der Wagner klar gezogen vom 811. Immer noch einer. Mit der besten Endgeschwindigkeit von den Supersportwagen. Ja. Ich glaube, Benji 900R nehmen wir jetzt nicht mit rein, weil das sind fast dieselben Ergebnisse eigentlich. Ja. So. Also Langstrecke, klar der 811 gewonnen. Nächstes Auto. Bis gleich. Ganz zum Schluss der Wagner gegen den RE7B. Immer noch der beste Supersportwagen, wo man mit besten Rundenzeiten hinbekommt auf so kurvigen Strecken. Nein, er ist nicht 8B. Verdammt, Alter. Machen wir bei 1,35. und er hat auch diesen feinen Wheelspin. Was? Was ist das hier? Komm, pass auf. Wheelspin. Ich wusste es. Er hat einfach den krasseren Wheelspin als der Wagner. Und von daher zieht der Wagner den ACMB in der Beschleunigung. Ich bin sowas von gespannt, wie der sich nachher auf Bonus auf der 8 schlägt. Ob wir mit dem Wagner hier bessere Rundenzeiten hinbekommen als mit dem A7B, beziehungsweise ob dir da vielleicht ein bisschen rankommt, weißt du, das wäre super geil. Was machst du da? Er schießt mit Leuchtfackeln. Was tust du da? Das ist ein Speedtest. Alter, er schießt mit Leuchtfackeln. Was machst du? Ja. Jedenfalls, du kommst gar nicht mehr ran, Alter. Du wirst klar abgezogen. Nee. Aber wie gesagt, das muss nichts heißen. Weil der A7B einfach bei kurvigen Rennen eine richtig krasse Traktion hat. Hat einen geilen Kurvenspeed. Er kommt geil um die Kurven, ja. Er springt nicht so. Er lässt sich verdammt krass steuern. Er hat eine geile Bodenhaftung. Alles das macht den A7B zum immer noch besten Auto für die besten Rundenzeiten bei kurvigen Rennen. Strecken. Lol. Ja. Aber nicht bei Langstreckenrennen. Seht ihr ja gerade hier. So, Leute, jetzt kommt der Race-Test auf Bonus auf der 8, 5 Runden, kein Kontakt, natürlich alles ausgestellt, was geht, Windschatten, irgendwas, bla, ist alles komplett aus, kein Kontakt, ihr wisst Bescheid. Wir testen jetzt erstmal mit dem Wagner, was wir für eine Rundenzeit hinbekommen, die Bestzeit wird gezählt und danach fahren wir nochmal mit dem RE7B, genau dieselbe Sache, und vergleichen dann mit dem RE7B die Rundenzeiten und wir schauen, ob wir vielleicht mit dem Wagner eventuell eine bessere Rundenzeit hinbekommen als mit dem RE7B oder vielleicht eine, die da rankommt. Let's go! Machen wir auf eine Minute. Okay. Erste Runde werde ich zeigen und dann noch die letzte Runde. Ja, der Rest wird weggeschnitten, damit ihr schon mal einfach nur so sehen könnt, wie das sich so verhält, dass ihr das selber feststellen könnt, damit ihr das selber gut nachvollziehen könnt. Ne? Nicht, dass wir sagen, irgendwie wir verarschen euch irgendwie, nicht, dass ihr das denkt, klar. Ja, könnt ihr halt selber nochmal schön sehen. Straßenlage würde ich ungefähr so mit dem RE7B vergleichen. Nur ein bisschen wackelig. Ist ziemlich stabil, vielleicht ja ein bisschen wackeliger. Aber trotzdem, hier muss ich mir erstmal dran gewöhnen. Ja, aber trotzdem extrem stabil auf der Straße und kommt sehr gut in die Kurven rein, auch wieder sehr gut wieder raus. Sehr gute Beschleunigung. Ein sehr gutes, ein schönes, echt schönes Premium-Auto, also ich muss schon sagen.
Oh. Wow. Oh, nee. Was machst du da? Oh mein Gott, der konnte sich nochmal gut safen. Erstmal einfahren, erste Runde einfahren und dann sehen wir uns gleich in der letzten Runde wieder. Bis gleich. Kurve in. Mikro Italia. So Leute, fünfte Runde. Wir mussten mal, Enrico hat da gerade ein paar Passanten entfernt. Die waren übelst nervig, Alter. Das ist so ein Ding, was Rockstar Games endlich mal wegpatchen muss. Einfach eine Option, Passanten aus. So, so nervig. Anyways, zum Auto. Das Ding stört sich ungefähr so wie der RISMB, hatte ich ja schon gesagt. Aber ihr müsst ein bisschen aufpassen, ihr müsst ein bisschen sensibler denken, weil das Ding fährt sich echt sensibler, ja. Also es bricht etwas schneller aus und übersteuert halt auch etwas schneller als der RISMB. Springt ein bisschen leichter als der RISMB. Von daher einfach euer Fahrverhalten ein bisschen anpassen. Ein bisschen sensibler fahren. Aber ansonsten schauen wir mal, was die Rundenzeiten so sagen. Orientiert euch am besten da an Enricos Rundenzeit. Weil meine wird, denke ich mal, ein Tick schlechter sein. So, schauen wir mal. Hurensohn. Schon wieder einer gesehen. Kann noch einen umgemäht. Jetzt passt. Ah, ja, ja. Das Ding ist halt auch so, er ist nicht so stabil, was Passanten angeht. Oder irgendwelche Lampen. Da haut's den schnell mal aus der Bahn. Ich glaube, der RISMB ist dann noch ein bisschen stabiler. Aber egal, schauen wir mal die Rundenzeiten, vergleichen wir einfach mal. Alles so was so 53er, 52er ist, das ist sehr gut, würde ich sagen. Vor allem für die Preisklasse. Alles, was so rüber ist, das wäre nicht so geil. Ja, schauen wir mal. Bin gespannt. Enrico 52er, was sehr gut ist. Ich eine 53er, bin ich euch auch mit zufrieden. Mhm. Und jetzt schauen wir mal, wie der RE7B sich schlägt im Vergleich zum Wagner. Guck. Bam. Easy. Nice. Das war die fünfte. Das ist jetzt die fünfte Runde. Ihr habt es gesehen. Der RE7B ist nicht so anfällig bei Passanten. Der fährt dann einfach weiter. Den Dingens, wie heißt der gleich? Der, Scheiße, ich hab mal vergessen. Der Wagner, den haust er ziemlich schnell aus der Bahn. Das ist ein Vorteil vom RISMB. Der liegt auf jeden Fall noch stabiler auf der Straße. Und ich glaube, ein Tick bessere Rundenzeit kriegt er damit hin. Schauen wir mal. So, muss ihn kurz konzentrieren. Ist erstmal eine Umstellung, weil er irgendwie sich auch etwas langsamer anfühlt, aber eben, wie gesagt, dafür stabiler. Wie findest du das? Kann ich nur zustimmen. Stimmt auf jeden Fall. Kann da geile Donuts machen mit dem RISMB. Also du musst hier nicht so aufpassen beim Lenken. Du hast mehr Spiel. Auch wenn du mal gegen eine Laterne fährst oder so. So, schauen wir jetzt die Rundenzeiten. Wie gesagt, wieder an Enrico Italia orientieren. Klar, auch an meiner Zeit. Aber meine Zeit wird halt etwas schlechtere sein, weil ich bin nicht so ein guter Rennfahrer wie Enrico Italia, muss ich dazu sagen. Ja, ja, trotzdem bist du immer noch ein bisschen besser. Ne? Von daher. Ich bin aber trotzdem gespannt. Ich bin auch mit gespannt. Dem Wagner hattest du eine 52er, ich hatte einen 53er. Schau mal, wie viel wir mit dem RISMB rausholen konnten. Ich bin sogar schlechter. Also man kann sagen, ich würde sagen, dieselben Zeiten fahrt ihr mit dem Wagner genau wie mit dem RISMB. Also es macht keinen Unterschied, was ihr für ein Auto nehmt. Ihr müsst euch dann nur entscheiden, will ich lieber einen etwas ruhigeren Fahrstil oder will ich lieber einen sensibleren Fahrstil? Komme ich mit einem sensibleren Fahrstil gut klar? Oder komme ich mit einem, wie soll ich sagen, entspannteren Fahrstil gut klar? Für die, die einen entspannteren nehmen wollen, die nehmen sich auf jeden Fall den RISMB. Und für die, die mit dem sensiblen Fahrstil klarkommen, die können auf jeden Fall auch den Wagner nehmen. Kein Thema, weil ihr kriegt damit dieselben Rundenzeiten hin wie mit dem RISMB, was extrem krass ist. Was extrem krass ist. Vor allem für diesen Preis ganz, ganz klare Kaufempfehlung. Was sagst du dazu? Hast du dazu noch was hinzuzufügen, Nikita? Ja, ich denke, wenn da Leute sind, die vielleicht nicht ganz so sicher sind im Fahren, dann würde ich schon lieber den RISMB nehmen, gerade so Anfänger. Mhm. Aber wenn es Leute gibt, die schon 3-4 Jahre GTA 5 spielen, würde ich schon hier den Wagner empfehlen. Der ist schon gut, ja. Für den Preis definitiv. Genau, das ist ja ein Unterschied auch, ja, für die, klar, wenn du sagst, die können ruhig den RISMB nehmen, aber du musst natürlich auch bedenken, der kostet gleich mal eine Million mehr, also, ja, muss man schauen. Ihr wisst Bescheid, ihr kennt unsere Meinung. Eine Scharkart, ja, ihr kennt unsere Meinung. Ihr wisst auf jeden Fall Bescheid wegen Speedtest und Racetest. Danke fürs Zuschauen. Und für alle, die noch viel Geld in GTA Online brauchen, die können mal gerne in den ersten Link in der Videobeschreibung schauen. Da habe ich mir die Bestellseite von meinem Modder-Team Extreme Modding verlinkt. Danke auch an Rico Italia, dass er dabei war. Link zu seinem Kanal ist in der Videobeschreibung. Danke fürs Zuschauen. Ihr haut rein und wir sind raus. Peace out, bye bye, ciao, ciao. Have a great day. Goodbye.